Guten Morgen. Ich muss mal den Bildschirm klappen. Genau so. Sehe ich nämlich, was die Kamera filmt. Guten Morgen. Ich bin gezwungen, das Arbeitsgesetzbuch zu lesen und ich wollte. Dazu gerne eine Aufnahme machen und ich mache jetzt weiter. Ich habe gestern Abend schon angefangen und auch zu schreiben vorverfasst. So, Eieruhr stellen auf 20 Minuten und dann Gang des Verfahrens. Im ersten Rechtszug sind die Arbeitsgerichte zuständig, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Gegen die Urteile der Arbeitsgerichte findet ein Urteil. Das ist das, was ich gelesen habe. Allgemeine Verfahrensvorschriften und Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren. Genau das letzte war, dass man gegen Urteile Revision einlegt und gegen Beschlüsse Beschwerde. Habe ich am Amtsgericht auch schon anders erlebt, aber egal. Gab es einen Beschluss und da war das Mittel der Revision und das Mittel der Beschwerde zulässig. Ich habe es nicht verstanden. Ich verstehe halt auch nicht den Unterschied. Allgemeine Verfahrensvorschriften und Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren. Das Verfahren ist in allen Rechtszügen zu beschleunigen. Sehr schön. Die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes über Zustellungs- und Vollstreckungsbeamte, über die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung, über die Gerichtssprache, über die Wahrnehmung richterlicher Geschäfte durch Referendare und über Beratung und Abstimmung gelten in allen Rechtszügen entsprechend. Aha, also das Gerichtsverfassungsgesetz gilt und es gilt auch in den Fällen, die hier aufgeführt sind. Da gilt es dann besonders wahrscheinlich. Muss ja auch voll werden, so ein Arbeitsgerichtsgesetz. Ich muss mir sowas verknüpfen. Die Vorschriften des 17. Titels des Gerichtsverfassungsgesetzes sind mit Maßgabe. Aha, 17. Titel heißt Paragraph 17, glaube ich. Paragraph 17 ist Bildung von Kammern. Das macht Sinn, dass der Titel hier, der Paragraph hier Titel genannt wird. Des Gerichtsverfassungsgesetzes sind mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle des Oberlandesgerichts des Landesarbeitsgerichts das Landesarbeitsgericht an die Stelle des Bundesgerichtshofs, das Bundesarbeitsgericht und an die Stelle der Zivilprozessordnung das Arbeitsgerichtsgesetz tritt. Okay, also im Zweifelsfall hat das Arbeitsgerichtsgesetz Vorrang vor der Zivilprozessordnung. Das muss man sich merken. Die kommt auch danach. Ich glaube, das sind die wesentlichen Teile der Zivilprozessordnung. Es geht um Zwangsvollstreckung. Die Vorschriften über die Wahrnehmung der Geschäfte bei den ordentlichen Gerichten durch Rechtspfleger gelten in allen Rechtszügen entsprechend. Als Rechtspfleger können nur Beamte bestellt werden, die die Rechtspflegerprüfung
über die Prüfung für den gehobenen Dienst bei der Arbeitsgerichtsbarkeit bestanden haben. So, ich habe jetzt gerade ein Problem. Dieses Arbeitsgerichtsgesetz darf durch Rechtsverordnung geändert werden. Das ist bei der Zivilprozessordnung, glaube ich, nicht der Fall. Damit ist das hier weniger wert als eine Zivilprozessordnung. Es wird aber so getan, als ob das hier maßgeblicher wäre. Und ich finde das scheiße. Ich weiß nicht, was das soll. Das sind so Sachen, wenn ich dein Gericht sehe und sitze und so ein Dildock mit seinem Diktiergerät rumfummeln sehe, dann kriege ich eine Krise. Ich habe auch den Eindruck, der guckt da gar nicht rein. Der hat das da zwar liegen, aber nur weil es da liegt, wirkt es noch nicht. Naja. Zeugen und Sachverständige erhalten eine Entschädigung oder Vergütung nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz. Alle mit einem befristeten Rechtsmittel anfechtbaren Entscheidungen enthalten die Belehrung über das Rechtsmittel. Soweit ein Rechtsmittel nicht gegeben ist, ist eine entsprechende Belehrung zu erteilen. Die Frist für ein Rechtsmittel beginnt nur, wenn die Partei oder der Beteiligte über das Rechtsmittel und das Gericht, bei dem das Rechtsmittel anzulegen ist, die Anschrift des Gerichtes und die einzuhaltende Frist und Form schriftlich. Aha, nochmal. Die Frist für ein Rechtsmittel beginnt nur, also Frist beginnt nur, wenn die Partei oder das oder der Beteiligte über das Rechtsmittel und das Gericht, bei dem das Rechtsmittel einzulegen ist, die Anschrift des Gerichts und die einzuhaltende Frist und Form schriftlich belehrt worden ist. Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig erteilt, so ist die Einlegung des Rechtsmittels nur innerhalb eines Jahres seit Zustellung der Entscheidung zulässig, außer wenn die Einlegung vor Ablauf der Jahresfrist infolge höherer Gewalt unmöglich war oder eine Belehrung dahin erfolgt, dass ein Rechtsmittel nicht gegeben sei. Nochmal. Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig, so erteilt, so ist die Einlegung des Rechtsmittels nur innerhalb einer, okay. Also wenn die Belehrung nicht erfolgt, beginnt keine Frist, aber man hat auch nur ein Jahr Zeit. Gut, habe ich verstanden. So, Parteifähigkeit. Ich setze noch ein Schreiben auf und dann... Boah, wie strengt sowas an. Ich wollte noch ein Schreiben aufsetzen, das macht mehr Spaß. Sehr geehrte Staatsanwaltschaft, zum Schreiben. Mit dem Zeichen, da muss ich zu Hause nachgucken, welches das ist. Ich mache da 3x hin. Vom. Ich habe das am Montag gekriegt. Ich muss auch erstmal gucken, wann das war. Teile ich Ihnen mit, das
ich Ratschlägen und Belehrungen von Oberstaatsanwälten grundsätzlich nicht folge. Von Ober. So, das geht per Antwortbrief aus. Das kostet wieder Geld für das Ausdrucken, den Briefumschlag muss aber jetzt auch mal sein. Wenn ich mich aufrege, muss man auch dann in seinem Frust den Weg bahnen und solche Schreiben sind da wahnsinnig gut für geeignet. Den Ratsch, dass ich Ratschläge und Belehrungen von Oberstaatsanwälten grundsätzlich nicht folge. Mir ist meine persönliche Freiheit lieb und teuer. So. Lieb und teuer, eine Kombination, die im Leben wahnsinnig oft zusammen auftritt, kann man ruhig immer wieder der Staatsanwaltschaft vor Augen führen, dass lieb und teuer ganz oft zusammengehören, haben die auch noch nicht verstanden. Mir ist meine persönliche Freiheit lieb und teuer. Und dann als väterlicher Ratschlag Dino Alexander Schauch. So. Das ist ein bisschen zu viel als fast schon väterlicher Ratschlag. Finde ich noch besser. Fast schon väterlicher Ratschlag. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Sowas macht mehr Spaß, als das da zu lesen. So, außerdem werden heute 3 Anzeigen fällig. Für einen Rechtsanwalt, eine Regierungsrätin und für einen Arbeitsrichter, Doktortitel aus Düsseldorf. So, die Staatsanwaltschaft von mir 4 Briefe und 2 Briefe ans Arbeitsgericht sind 6 Briefe. Geil. Gar nicht, ob ich so viele Briefumschläge zu haben habe. Also, es geht mit Parteifähigkeit weiter. Parteifähigkeit, ja. Aber ich kann ja kurz sagen, was drin steht. Also im Wesentlichen geht es darum, dass Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände auch parteifähig sind. Dann machen wir mit 11 Protestvertretungen weiter. Ich habe hier, glaube ich, noch mal schöne Papier. Obwohl, das kann man auch merken, bis heute Abend. Mahlzeit. Ja.
viel überspringen. Hier möglichst schnell zum Urteilsverfahren vorstoßen. Und ich befinde mich im ersten Rechtszug eines Urteilsverfahrens. Sehr gut. Und dass ich mich da drin schon befinde, erkennt man, dass das Güteverfahren in § 54 so gut, dass wir das geklärt haben. So. Das Arschloch hat mir nämlich gestern auch Scheiße dazu erzählt. Ich werde die Klage trotzdem widerrufen. Mal gucken, was ich mache wahrscheinlich. Tue ich es in einen Briefumschlag und schicke es einfach in einem Stadtarchiv. Vielleicht will sich ein Archivar auch noch drüber aufregen. Mein Gott. Das Schöne ist, ich fahre gleich mit dem Bus zum Pfaffenberg und wenn mir die Schulter so weh tut, habe ich mir immer wieder ins linke Ohr gegriffen. Das ist auch zugeschworen. Wenn das zugeschworen ist, tut die Schulter nicht weh. Das ist ein super Trick. Linkes geschwollenes Ohr, keine linken Schulterschmerzen. Ansonsten, zum Frühstück gibt es nur Kaffee. Ich muss in die, also die Hose passt gut, aber die Hemden spannen arg am Bauch. Und wenn ich zu Gericht gehe, möchte ich gerne ein Hemd tragen. Bevor ich mir neue Hemden kaufe, fahre ich lieber mit dem Bus und gehe zu Fuß, statt dass ich mich abholen lasse oder mir von meiner Mutter das Auto leihe. Das ist billiger und ich habe nicht das Gefühl, dass jede Menge Hemden nutzlos rumhängen. Ich hatte gestern ein schönes an, blau kariert. Wann kriegen wir das denn? Ich wollte doch 20 Minuten vorkriegen. Ich glaube, ich lese nochmal den Brief an die Staatsanwaltschaft vor, den finde ich gut. Sehr geehrte Staatsanwaltschaft, zum Schreiben mit dem Zeichen bla 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 vom bla 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 teile ich Ihnen mit, dass ich Ratschläge und Belehrungen von Oberstaatsanwälten grundsätzlich nicht folge. Freiheit ist mir ist meine persönliche Freiheit lieb und teuer. So, das gehört da rein. Das sollte man dann auch kindlich machen. Das gehört nicht in die Zeile davon. Mir ist meine persönliche Freiheit lieb und teuer. Als fast schon väterlicher Ratschlag, Lino Alexander Schauch. Sehr geehrte Staatsanwaltschaft, zum Schreiben mit dem Zeichen blablabla von blablabla teile ich Ihnen mit, dass ich Ratschläge und Belehrungen von Oberstaatsanwälten grundsätzlich nicht folge. Mir ist meine persönliche Freiheit lieb und teuer. Als fast schon väterlicher Ratschlag, Lino Alexander Schauch, ist super. Ist auf jeden Fall besser, als sowas an die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf zu verweisen. Da kommt eh nichts rum. Hier ärgert sich vielleicht noch jemand drüber. So, sehr geehrtes Arbeitsgericht, nach den gestrigen eher technischen Ausführungen und Erläuterungen verwerfe ich den Antrag auf Prozesskostenhilfe und werde selbst kreativ juristisch tätig. Ich glaube, bei Kreativ ist es auch gar nicht so wichtig, wie man das schreibt. Hauptsache es steht da. Ich bedanke mich für Ihre Mühewaltung und freundlichen Grüßen, lieber Alexander Schauch. Ist auch gut. Das habe ich gestern schon vorgelesen. Guck mir heute nochmal an. Dafür muss ich auch das Buch mitnehmen. Hätte ich beinahe vergessen. Gut, dass ich es mir nochmal angeguckt habe. So, das war's.